Tja, moin und willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich bin heute auf Trocken am Start um 21 Uhr abends. Warum ich das so sage, keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Brutz, ich nehme diesen Part hier am gleichen Tag auf wie... Ja, der letzte Part. Der letzte Part wurde für mich so gegen 9 oder 10 Uhr aufgenommen. Jetzt 12 Stunden später sitze ich hier. Und denke mir, hey, ihr habt Bock auf Mario Odyssey. Ja, ja, ja. Darauf habe ich auch Bock. Aber vor allen Dingen habe ich Bock auf Clash of Clans. Und deswegen nehmen wir dieses Projekt auf. Ja, ja, ja. Also das Knacken. Nee, wegen Mario Odyssey. Ihr müsst wissen, heute lief es halt echt drunter und drüber. Und ach du heilige Scheiße. Wo soll ich nur anfangen? Ich habe von einem Kumpel gehört, hey, es gibt einen Laden, der schon Mario Odyssey verkauft. Und das am Dienstag. Ich werde übrigens keine Namen nennen. Aus Gründen. Weil Ehrenmann und so. Und ich habe dann dort angerufen und habe gefragt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr noch ein Muster von Mario Odyssey für mich da? Naja, es hieß, nein, wir haben keine mehr, alle für Vorbesteller weg. Tschüss. Und dann habe ich gesagt, ja gut, danke trotzdem und so und bye. Und dann meinte die Verkäuferin, oh wobei, warte einen Moment. Ich glaube, wir haben doch noch ein Muster für dich da, denn der Vorbesteller wollte eigentlich erst morgen vorbeikommen, wenn er sich zwei Spiele abholt. Also er hat sich halt Mario Odyssey bestellt und noch ein anderes Spiel und er wollte sich halt beide gleichzeitig abholen. Deswegen fand die Verkäuferin es okay, dass ich komme, um halt sein Vorbestellerspiel wegzunehmen, weil er sowieso erst dann gekommen wäre, wenn beide Spiele in diesem Laden wären. Was sie nicht waren, weil es war nur Mario Odyssey da und nicht sein zweites bestelltes Spiel. Deswegen hat die Frau es halt mir überlassen. Und mit, ja, klar, kommt vorbei. Dann bekommt er es halt, wenn er vorbeikommt. So, wenn er sich halt beide Spiele abholen will, weil dann sollten wir wieder beide Spiele haben. Also ihr müsst halt wissen, ich hätte eigentlich das Spiel vom Vorbesteller bekommen sollen, weil der Vorbesteller sowieso nicht am gleichen Tag gekommen wäre wie ich, weil er auf zwei Spiele wartet. So, das war wieder sehr kompliziert formuliert. Es tut mir sehr leid, Borussia. Aber das ist so das Ding. Er wäre halt erst dann gekommen. Er wäre halt erst dann gekommen. Brain AFK, Brutz! Wenn beide Spiele im Laden wären. Beide Spiele waren nicht im Laden, also ist er nicht gekommen. So. Ergo, ich kann sein Spiel haben, weil er es sowieso erst an einem anderen Tag kriegt. Und weil er dann auch eine andere Version vom Spiel kriegt, weil... Ja. Ich halt seine Version bekomme. So. Oder bekommen hätte. Denn es war so. Es hieß zwar, ja, Redum Sky, du kannst das Spiel haben, was dem Vorbesteller eigentlich gehören würde, weil er heute sowieso nicht kommt. Aber da liegt der Hund schon so in dem Sinne begraben. Denn ich habe eine, ja, sehr lange Fahrt auf mich genommen. Ich bin, glaube ich, 2 Stunden oder so gefahren, weil die Bahn alle Verspätung hatten. Und, naja, dementsprechend kam ich halt auch erst relativ spät zu diesem Games-Laden an. Kam da auch richtig überglücklich hin, weil ich mir dachte, oh geil, ey, heute schon Odyssey kriegen, richtig krass. Und naja, dann kam ich halt so mit richtig Vorfreude und Aufregung in diesen Laden rein und hab gesagt, ja, guten Tag, ich bin hier wegen Mario Odyssey. Und dann meinte die Frau so, oder die Verkäuferin, ja, tut mir leid, also, es tut mir echt wirklich mega leid, aber der Vorbesteller, der eigentlich das Spiel bekommen sollte und nicht du, der war gerade hier. Also der Typ, von dem ich eigentlich das Mario Odyssey Muster bekommen hätte, der war gerade hier vor wenigen Minuten und hat sich das Spiel genommen. Ich dachte mir so, nee, nicht ernsthaft, ne?
Nicht im Ernst, ja? Ich bin extra weit angereist, um mir dieses Spiel zu holen. Und dann ist es nicht mehr da. So, obwohl ihr genau wusstet, so, ich komme vorbei und so und ich habe einen ziemlich langen Weg auf mich genommen. So, wollt ihr mich abziehen? So, es ist nicht euer Ernst, oder? Jetzt habe ich halt ein paar Stunden meines Lebens verschwendet für nichts. Danke sehr. Aber die Verkäuferin meinte, ja, vielleicht bekommen wir es morgen am Mittwoch nochmal rein. Und dann rufen wir dich sofort an, wenn es da ist. Wenn wir legen dir sofort ein Muster weg, wenn du vorbeikommen willst. Und ich dachte mir, ja komm, dann machen wir das so. Ich war aber mega enttäuscht, ne? Kennt ihr das, ihr? Klar, also man muss sagen, bevor ich jetzt irgendwas anderes labere, klar, ich war nicht im Recht, weil ich habe das Spiel nicht vorbestellt. Dementsprechend gehört es auch eigentlich gar nicht mir und dementsprechend Pech für mich, so. Trotzdem, wenn man mir halt so eine Art Versprechung am Telefon macht, von wegen so, ja, komm vorbei, wir legen das Spiel hier für dich zurecht und so, es soll dir gehören, komm rum, denke ich mir, okay, geil, schön, dann mache ich das so, dann komme ich jetzt vorbei, ich habe gerade sowieso ein bisschen anderes zu tun, aber ich komme halt trotzdem rum und, also und dann komme ich da halt vorbei, weil mir gesagt wird, okay, komm, du kannst rumkommen, mein Bruds. Kommen Sie nun, meine liebe Brudine. Dann wurde mir gesagt, komm rum, so, es soll dir gehören und dann bin ich da. Und dann ist das Spiel weg. Ja, toll, vielen, vielen Dank dafür. Richtig geil, danke. So, ich habe mich mega darauf gefreut, weil ich hatte so mega die Vorfreude auf dieses Spiel. Fahre extra so 1-2 Stunden dahin und dann will mir das Geschäft sagen, ja nee, wird nichts, weil der Vorbesteller kam vorbei. So. Danke, wirklich, cool. Hat mich echt mega geärgert, hat mich richtig geärgert. Aber ja, so ist das halt eben, ne? So bin ich. Das ist halt mein Leben. Me in real life, dachte ich mir so. Ja, geil. So. Du nimmst Stunden, mehrstündigen Weg auf dich, um dahin zu fahren. So, scheiß auf alles. Und dann sowas. Dann hast du halt die Reisekosten umsonst bezahlt für ein Spiel, das du heute eigentlich hättest bekommen sollen, aber es nicht bekommen hast. Es war schon mega ärgerlich, also wie gesagt. Ne, also. Das ist mir ein zu kurzer Angriff. Ich will ein bisschen erzählen. Ich habe gerade ein bisschen einen Erzählerflaw, ja. Also bitte hier teilen Sie eine Wiederholung, meine lieben Bruts. Danke. Ja, ist schon ein bisschen besser. Ne, also, ich rufe da an, weil ich gehört habe, hey, da kann man sich noch ein Mario Odyssey Spiel abholen vor Release und das relativ früh vor Release. Ruft er an, frage nach, hey, habt ihr noch Mario Odyssey Muster da? Nach längerem Hin und Her wurde gesagt, ja komm, wir haben eins, komm vorbei. Das letzte Muster ist gerade da. Ist gerade noch da, du kannst es dir abholen. So, ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Stunden bis dahin gebraucht, weil ich musste noch mit der Küche schauen. Mein Vater kam vorbei und wir haben die Küche aufgebaut. Und es wird auch fertiggestellt. So nach knapp einem Monat kann man sich das ja auch mal gönnen. So, dann bin ich nach ein paar Stunden des Telefonats dann aufgebrochen, hab nochmal auf dem Hinweg angerufen und gefragt, hey, yo, ist es noch da so, ne? Wisst ihr Bescheid, ich komme jetzt vorbei, ich hol's mir jetzt ab. Ja, ist okay, komm rum. So, dann bin ich da, nach einer extrem nervenaufreibenden Zug- und Busfahrt, lauf dann dahin zu diesem Laden, um dann zu hören zu bekommen, nö, sorry, das ist leider nicht mehr hier. Also, gerade eben kam der Vorbesteller, hat sich's geschnappt. Richtig ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ich habe mich richtig geärgert. Ich finde auch zu Recht. Aber gut. Jungs, Mädels, so ist das Leben. Das ist mein Leben. Das ist me in real life. Klar.
kann ich leider kaum was gegen machen. Das ist halt so. Das ist die Frage. Bin ich im Recht? Bin ich im Unrecht? Ne? Klar, das ist ein Vorbestellerspiel, das nicht mal mir gehört hat. Aber wenn es heißt, okay, der Vorbesteller, der zwei Spiele vorbestellt hat und der sich die eigentlich abholen wollte, wenn beide Spiele da sind und bisher war nur Mario Odyssey da. Da kann man ja eigentlich davon ausgehen, okay, so, da kommt es sich dann, da kommt es sich dann... Weiß ich nicht. Der kommt es sich dann abholen, wenn beide Spiele da sind. So wie ich mir halt schon gedacht habe. So. Und leider war dem nicht so. Er kam trotzdem vorbei, weil er sich da... Also laut Worten der Verkäuferin hat er gesagt, ja, ich war in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei. Ich dachte mir so, ja, vielen Dank dafür. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Richtig cool. Richtig genial. Vielen Dank, Mann. Krass. Ja, das war richtig ärgerlich, ne? Wäre ich auch nur einige Minuten früher gekommen, wofür ich nichts kann. Also ich kann nichts für meine Verspätung, weil die Bus- und Bahnverbindung war halt ziemlich verspätet und so. Und das war richtig nervig und ärgerlich. So, was soll ich Ihnen sagen? Ich kam da halt hin mit Verspätung. Ich hätte vielleicht eine halbe Stunde und bis Stunde früher da sein können. War nicht so, wegen Bahn und... Bye, Caleb. Wegen Bahn- und Busverbindung, die ziemlich verspätet daherkam. Bus kam zu spät, Bahn kam zu spät, alles hat sich verzögert und wäre ich früher dahin gekommen, hätte ich dem Vorbesteller das Spiel vor der Nase wegschnappen können. Und so, es war wieder so ein Tag, weißt du, so alles läuft schief, alles läuft schief. Ich komme dahin mit Verspätung und vor einigen Minuten war der Vorbesteller vor mir da und hat sich das Muster geschnappt. Das letzte Mario Odyssey Spiel, was sie da hatten. Geil, vielen, vielen Dank. Richtig cool. Mega nervig, mega ärgerlich. Also ich war richtig am Boden zerstört. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So mit Vorfreude dahin zu gehen und dann heißt es so, nö. Und für euch bricht eine Welt zusammen. Das, vielleicht kennt ihr es. Liken, wer es kennt. Ich wette leider die wenigsten von euch. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist natürlich die Frage so, ja, wer ist im Recht, der Vorbesteller oder ich? Ich weiß nur, wenn ich ein paar Minuten früher da gewesen wäre, hätte ich das Spiel bekommen. So. Aber natürlich musste der Vorbesteller auch gerade zufällig in der Nähe gewesen sein, um sich das Spiel trotzdem zu holen. So. Oh, ich war gerade in der Nähe und dachte mir, ich schau mal vorbei und hol es mir. Ja, ja, genau. Ich wollte zwar eigentlich erst dann kommen, wenn beide Spiele da sind. Und laut Information wäre das Mittwoch oder Donnerstag gewesen, aber ich komme trotzdem mal vorbei. So, ja, ne? Geil. Ach, das hat mich wieder richtig aufgeregt an diesem Tag. Ja, ihr merkt, ne? Ein sehr, 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 sehr randomischer Trubel auf Trocken am Start, meine Fräuleins. Ein ärgerlicher Trubel. Ihr fahrt da mit Vorfreude hin und dann wird euch das alles mit einem Satz kaputt gemacht. Boah, wie ich das hasse. Ich hätte am liebsten gefragt, haben Sie zufällig die Nummer von dem Typen, damit ich ihn anrufen kann und ihn fragen kann, ob er mir das irgendwie verkaufen kann oder so. Ach, alles ärgerlich. Ich hätte das sogar fast gemacht, ne, wirklich. Ich hätte sogar fast nach der Nummer von ihm gefragt, damit ich an dieses Spiel komme. So paranoid auch das auch und so gestört das auch klingt, aber ich hätte das wirklich gemacht. So, scheiß auf alles. Übrigens, tobender Barbar, Level 10 ist auf Trocken am Start. Jetzt haben wir 5 Barbaren mehr. Und alle denken sich nur so, was krippi. So cool. Ja, ist richtig cool. Ja, komm, schickt sie schon mal rein. Da haben wir uns ein bisschen Wegzeit gespart. Hey, ist doch gut. Hey, meine Bruts. Hey, ist doch gut. Das waren ja auch sehr intelligent gesetzte Stoßfallen, ja? Muss ich sagen, meine Fräuleins. Ja, mal gucken, ob die Riesen es schaffen, den Zerschmetterer zu zerstören. Ich würde mal sagen, nein. Ach. Mal gucken, vielleicht gönnt das Spiel ja auch eine relativ hohe Prozentanzahl. Ne, die Riesen haben es nicht mal ansatzweise geschafft. Wir haben auch gerade mal 2 Sterne bekommen. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut, 2 Sterne. Was willst du mehr?
Eure Meinung zum heutigen Geschehen, zum mir heutigen Geschehen, zum mir passierten heutigen Geschehen. Zum Geschehen von mir. Wie Sie wollen. Sagen Sie... Ihre Meinung zu meinem heutigen Tag. Sagen wir es mal so. In die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr jucken. Was mich jetzt auch noch sehr krass juckt. Fortuna Düsseldorf gegen Mönchengladbach. Hat Fortuna gewonnen? Oh, bitte, ey. Es wäre wieder mean real life, wenn sie jetzt heute verlieren würden. Aber ich meine, sie spielen auch gegen Mönchengladbach. Das ist ja auch keine, das ist auch keine schlechte Mannschaft. So, das ist... Mal gucken. Oh, lass sie bitte gewinnen, ey. Ich mach's aber erst nach dem Part. Also, oder zum Ende des Parts. Damit ich mich da richtig, richtig drauf abfacken oder freuen kann. Weil die Fortuna hat momentan einen echt guten Lauf in der zweiten Bundesliga. Und mal gucken, ob sie im DFB-Pokal nachsetzen. Und ob sie ihren Hype, den sie haben, und ihre gute Laune, die sie haben, jetzt auch mitnehmen gegen Borussia Mönchengladbach. Man darf gespannt sein. Das Gute ist, hier ist ein relativ toter Winkel. Ich hätte da auch mehr Truppen legen können eigentlich, aber hey. Warum soll man denn auch nachdenken in eins Leben, ne? Vielleicht schaffen es die Bugis sogar... Nein, dafür sind die viel zu schwach. Und bye! Auch wieder sehr, sehr ärgerlich, hier gegen einen Sechser spielen zu müssen. Das wäre es auch leider gewesen. Mehr ist hier nicht zu holen. Vielleicht werden es ganz knappe 50%, aber diese Bogies hier, die werden es nicht schaffen. Ja. Schade. Nicht mal 50%. Ah, ist auch ein Sechser, ne? Da ist auch nichts gegen zu tun, ne? Da kann man auch nichts gegen machen, leider dann. Ja, und dann macht er nur 42%. Das ist ja auch richtig traurig, ne? Aber gut. Ach, guck mal an. Ein Siebener. Wird ja immer fairer hier, oder? Es wird ja wirklich immer, also ganz ehrlich, das wird ja immer fairer. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Richtig krass. Shoutouts an der Stelle, wirklich heftig von euch, also wirklich krass. So, machen wir es so. Ich weiß, die Bugis werden abkratzen, aber wenigstens ist ein Zerschmetterer kaputt. Ob uns das was bringt, das ist die andere Frage, aber... Wir dürfen natürlich hoffen. Oh mein Gott, kratzen die Truppen hier schnell ab, Mann. Das ist doch nicht normal. Und auch hier wieder die statistischen 42%. Vielleicht ist auch ein bisschen mehr durch. Ja, aber das war's dann auch. Mehr ist hier leider nicht zu holen. Das ist halt echt traurig. Aber hey, es ist halt ein Level 7er. So. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich 2 Sterne oder so geholt haben. Ja, so, weißt du, ist auch wieder... Was ist denn das für ein Spasti? So, ist auch wieder so... Warum kriege ich so einen Gegner vorgesetzt, weißt du? Ein Level 7er. Was soll das? Das ist ja auch nicht normal, oder? Kann mir das jemand erklären? Ich würde es ganz gern, ich würde ganz gern wissen, was das soll. Warum man mir einen Level 7er vorsetzt. So, das ist doch nicht normal, oder? Kann mir keiner erklären, oder? Na gut, ich versuche mir jetzt mal mit den 60 Barbaren auf die Kacke zu hauen. Gucken, ob es klappen tut. Ja, Riesenmine, da ist da auch nichts zu tun, aber hey. Wenigstens 50%. Aber auch wieder hier ein Sechser, also auch nichts gegen zu machen, leider.
Der hat gerade das mit dem Angriff angefangen und der hat seine Fähigkeit mit dem, mit der Kampfmaschine. Ich glaube, wir haben ganz knapp über einen Stern und das wird nichts. Das wird nichts. Ja. Ja, ist nichts zu machen. Da ist gar nichts gegen zu machen. Da ist gar nichts gegen zu machen. Ja, ich würde ganz gern, ja, verlassen. Danke sehr. War nichts gegen zu machen. Ne? Ist halt wieder unfair. Sechser. Ist unfair, ne? Ist wieder mal so richtig unfair, ne? Aber okay, ne? Ja, ja, er ist unfair. Da muss man nichts zu sagen. Ist einfach nur unfair. Ach, wieder unfair. Ja, ist doch schön. Na, dieses Spiel ist aber das beste Spiel überhaupt, ne? Richtig fair auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Hm, ich merke schon. Ah, ist richtig fair auf jeden Fall, ne? Ah, ist aber auf jeden Fall auch richtig schlecht wieder hier, ne? Was das Spiel mir hier wieder vorsetzt, ne? Das ist auch wieder richtig geil. Kann man nichts gegen sagen. Es ist wieder mal richtig geil, Alter. Richtig genial. Also wirklich, also... Diese Fairness ist halt wirklich kaum zu beschreiben hier. Das ist halt krass. Und an die meisten komme ich ja auch nicht dran, weil... Mauer. So, da wird der... Da wird allerhöchstens der Boogie dran kommen, aber nicht, wenn er hier natürlich von dem... Ne, natürlich von der... Von dem... Multimörser kaputt gemacht wird. Ist leider vorbei. Das Spiel kann auch nicht einmal gönnen, ne? Ja, das ist vorbei. Das ist vorbei. Na, auch wieder richtig traurig, dass der es nicht gewonnen hat, ne? Aber, naja, ist halt auch... Ja. Glück gehabt gegen einen Sechser, ne? Kann man sich aber auch mal gönnen, ne? Könnt das Spiel, wie man weiß, nicht immer. Aber, hey. So, jetzt ist es hier wieder so gut wie unmöglich, zwei Sterne oder überhaupt einen Stern zu kriegen, weil... Naja, guckt euch das mal an. So, das wird alles hier so darauf hinauslaufen, dass wir in die Mitte laufen. Und die Mitte ist wahrscheinlich voll mit Sprungfallen, voll mit Riesenminen. Hier werden wahrscheinlich Stoßfallen drin sein, so locker. Also hier am Außenbereich, so ich kenne auch dieses Drecksdorf. Was soll ich da jetzt machen? Oder was soll ich da jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. So mit Riesen wird es überhaupt nichts werden. Mit Barbaren, keine Ahnung. Was weiß ich? Ich mach mal mit Barbaren. Vielleicht haben sie ja Bock, hier reinzugehen. Und das tun sie auch. Oh mein Gott. Das ist die Frage, ob sie Bock haben... Nein, also durch die zweite Mauer wollen sie aber dann irgendwie doch nicht gehen, ne? Aber hey. Alter, was war das denn bitte? Was war das denn bitte, Alter? Das war ja mal eine richtige Rasur. Hätte nicht gedacht, dass die Barbaren so durch die Mitte gehen. Alter. Krass. Alter. Das war heftig. Das war richtig krass. Hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Ohne Witz. Ich hätte es echt nicht vermutet. Also das war... Wow. Das Spiel hat ja richtig gegönnt. Das kennt man so ja gar nicht vom Spiel. Na gut, machen wir den Multimörser, glaube ich, ne? Jawohl. Multimörser auf 3. Meine Bruts, wir sollten auch vielleicht mal hier gucken, weil es wieder ein bisschen mehr Elixier zusammengekommen. Nein, das nicht. Wie wäre es denn mal mit... Das ist mir zu teuer. Machen wir doch mal die Kanone. Die Kanonenkarre. Alles klar, Jungs, Mädels, machen Sie es gut, hauen Sie rein und bye. Und ich gucke mir jetzt mal an, was Fortuna gemacht hat.
Ach, Gladbach. Hat gewonnen. Schade. Ja, war aber auch klar, weil ist ja Bundesligist und so und gegen den Zweitligisten. Das ist irgendwie zu erwarten, ne? Naja. Ich will es ja nicht hier auf dieses Spiel hier überziehen, aber ist halt unfair.